Ja, Günther ist mein Nachname. Ich weiß nicht, ob ihr es absichtlich nicht gesagt habt, die oder? Wir wussten nicht, wie wir dich ankündigen sollen, weil deine E-Mail ist Zeus. Ja, also Pavel Günther ist mein Name, unter dem möchte ich heute hier Abend auftreten und Wir können auch nochmal. Nein, passt schon. Aber was ihr über so Sprache und Zwang und den Rest habe ich nicht verstanden gesagt habt, passt ganz gut, weil mein Text sich mit Sprache beschäftigt und den Namen Ego-Tuning trägt. Na, habt ihr heute schon was getuned? Zum Beispiel eure Sprache. Als ich diesen Text schrieb, war ich sehr überrascht, dass das Wort getuned nicht in meinem auf Deutsch eingestellten Open Office Writer, der kostenlosen Alternative zum marktbeherrschenden Microsoft Office Word, rot unterstrichen angezeigt wird. Kurzum, es scheint Teil der deutschen Sprache zu sein. Durch einen Klick auf Google und das Aufrufen von Duden.de wurde mir klar, dass das Wort in all seinen Facetten wohl schon länger zu meiner Muttersprache gehört. Nebenbei sei erwähnt, dass Google als zweites Suchergebnis einen aktuellen Artikel von Bild.de anzeigt, in dem es darum geht, dass das Wort Vaginalfachverkäuferin doch endlich mal in den Duden aufgenommen werden möchte, weil sich ein Mann namens Joshua L. durch die Begriffe Hure oder Prostituierte in seiner Handlungsfähigkeit erheblich beeinträchtigt sieht. Kein Kommentar. Nachdem ich Tune auch in meiner neudeutsch Hardcopy genannten physischen Ausgabe des Dudens von 1996 finde, bin ich wirklich überrascht. Ist diese Entwicklung vollkommen an mir vorbeigegangen? 18 Jahre voll des Tunes und ich habe sie wohl verschlafen? Das kann so nicht weitergehen. Also mache ich mir einen Plan, den ich euch jetzt vorstelle, wie ich meinen Alltag öfter tunen kann. Neben dem Schreiben von Texten über diese und andere unwesentliche Entwicklungen in unserer Welt sehe ich meinen Konsum als absolut tuningwürdig an. Es fängt bei ganz simplen Dingen an, wie zum Beispiel der Nahrungsaufnahme. Abgesehen davon, dass diese durch den Fokus auf eine Work-Life-Balance von einem einfachen Grundbedürfnis zur energiespendenden Freizeitaktivität avanciert, deren Power ich von früh bis spät fühle, lässt sie sich durch zahlreiche New Economy-Produkte pimpen, Verzeihung, tunen. In einer Dokumentation über das Thema Food Design heißt es, mehr als 1000 Mal pro Jahr vor jedem Essen zerschneiden, zerkochen, verrühren oder kombinieren, also verändern, wir bewusst das essbare Angebot der Natur. Der menschliche Wille, Essbares zu gestalten, unterscheidet uns von allen anderen Lebewesen. Vor allem unterscheidet uns der Wille, mehr Essbares zu gestalten, als zu essen von allen anderen Lebewesen. Obwohl zum Beispiel Bienen auch mehr Honig produzieren, als sie selbst benötigen. Sie beuten also die Natur aus. Das weiß niemand besser als der Imker, der durch die Förderung der humanoiden Nutzung dieses Tierprodukts versucht, wieder ein Gleichgewicht in der Natur zu schaffen. Denn ohne den Menschen, das weiß jedes Kind, würde dieses Gleichgewicht ja schon seit Jahrtausenden nicht mehr existieren. Ich schweife ab. Persönlich denke ich bei dem Begriff Food Design an Dinge wie Juice Plus. Darunter versteht der Proku, so die inoffizielle Abkürzung des professionellen Kunden des Systems, getuntes Obst in Tablettenform. Da die Supermarktregale nicht mehr genügend Varianz bezüglich natürlicher Ernährung bieten, werden einfach alle Obst- und Gemüsesorten und davon getrennt noch alle Beeren in einer großen Presse zusammengeschmissen und zu einem leckeren Saft gematscht. Den kann man jedoch nicht kaufen, weil es ja keinen Saft in Tablettenform gibt. Weil Tabletten aber in einem pathogenetischen Gesundheitssystem mehr Healthcare versprechen als Saft, wird dieser also noch getrocknet und pulverisiert. Ich muss bei dem Wort immer an Arnold Schwarzenegger denken, komisch. Dieses Pulver lässt sich dann viel einfacher in Kapseln füllen und somit dem Durchschnittswestwäldler für, je nach Gesundheitsbedürfnis, 25 bis 75 Euro monatlich andrehen. Aufs Jahr gerechnet sind das zwischen 300 und 900 Euro. Wenn man also ganz gesund leben möchte, raucht man also nur noch die halbe Packung Zigaretten am Tag und kauft sich von dem Preis für die andere Hälfte die Premium-Version von Juice Plus. Aber auch andere Lebensbereiche lassen sich tunen. Neben der Penisverlängerung namens BMW, Mercedes oder Golf GTI, ich muss an dieser Stelle unbedingt anmerken, dass ich zu den Leuten gehöre, die einen Kleinwagen fahren, um den großen Penis zu kompensieren, ist auch das Tunen des Körpers voll im Trend. Angefangen bei Brustvergrößerungen über oder das Abrasieren sämtlicher sekundärer Körperbehaarung, an den Augen dann auch gern durch modische Tätowierung ersetzt, findet sich im Lande der Erwachsenen alles, was der Dysmorphophobie-Baukasten unserer Generation so hergibt. Um nicht nur den Lateinern, sondern auch den Anglistikern Genüge zu tun, möchte ich an dieser Stelle auf die Begriffe Body Dysmorphic Disorder und Body Image Disturbance hinweisen. Sie bedeuten alle das Gleiche. Der an sich gesunde Mensch, vorzugsweise mit viel Geld ausgestattet, hat einen zu großen Spiegel.
Daraus resultiert ein Dachschaden, der nicht repariert werden kann. Einzig die Symptome wie mangelnde Selbstzufriedenheit lassen sich durch regelmäßige Besuche in sogenannten Schönheitskliniken in den Griff bekommen. Medizin schmeißt vollkommen unnötig, hebt sich jedoch die soziale Kredibilität, wenn das Produkt Mensch sich über rote Teppiche schlängelt oder in Actionfilmen lassiv nach verborgenen Schätzen sucht. Ich würde euch an dieser Stelle wirklich gerne noch erzählen, wie man Gedanken, Gefühle, Kommunikation im Allgemeinen, Bedürfnis oder auch Sexualität tun kann. Nur leider gibt es zwei Dinge, die dagegen sprechen. Zum einen die Zeit, zum anderen habe ich meine Neologismusanzahl für diesen Text schon aufgebraucht. Daher gibt es nur noch eines zu sagen. Ach, schaut es doch selbst auf Seite 199, dritte Spalte, letzter Absatz vom Old Fashioned Duden nach.